Hallöchen und herzlich willkommen zurück bei einer neuen Folge StarCraft 2 1+1 auf den Cyberbattle.de gegen den Zufalls-Evil-Twin, ne? Mit mir, euren Rob. Wir spielen wieder eine Runde Zerg und wir schauen mal, 20 Jahre hat er als schönes Logo. Wir gucken mal, was er ist, wir müssen auf jeden Fall scouten. Ich würde sagen, wir nehmen dann die erste Drohne, die wir bauen, gleich zum Scouten. Oder wir haben auch gleich gewonnen, so geht es natürlich auch, ne? Aber ich sage, haben wir noch ein Spiel dran, sonst wird es ein bisschen zu kurz. Okay, draußen ist ein Motorradfahrer, ist heute warm bei uns. Und da ist hier ein bisschen lauter. Server bestimmt nicht gerankt oder irgendwas, denke ich mal. Er will einfach nur... Okay, Team Meister schon 19 Mal erreicht, will er sich einfach nur runterranken lassen, oder? Was hat er vor? Komisch, komisch, komisch. So, hoffentlich treffen wir nicht wieder auf den gleichen. Und er verlässt wieder das Spiel. Das wäre nicht so geil. Und diesmal sind wir auf den Port Alexander wieder gegen den Evil Twin. So, mal schauen. Oder er hat nicht seine Race bekommen, die er haben wollte. Aber dann braucht er kein Zufallsspiel, ne? Wenn er jetzt wieder rausgeht, das wäre ja echt boring. Ja, er geht wieder raus. Was ist das für ein Typ, ey? Wo will er sich denn ranken lassen? Unten im Bronze und dann aufräumen oder wie? Ja, aber wir kriegen immer mehr, ne? Divisionspunkte wieder 28 dazu. Hey, richtig toll. Jetzt bin ich vielleicht positiv. Ne, ich bin 1:1. 9 Siege, 9 Niederlagen. Und Hauptsache, wir bekommen nicht jetzt wieder den Evil Twin. Sonst wird das eine langweilige Folge. Ich will mal ein bisschen datteln hier, ne? Aber wir können auch mal so lange in die War Chest gucken. Die geht noch 13 Tage und ich bin theoretisch fast fertig, ja. Versorgergrube und als nächstes dann noch den Ulibau. Und dann sind wir durch. So, Versuch 3. Wir schauen mal. Wir spielen jetzt auf der, Achtung meine Güte, Kairos Kreuz LE. Gegen den kann ich nicht lesen. Ein Brothos, ein ZVP. Ja, ZVP müssen wir eigentlich nicht, theoretisch nicht scouten gehen, weil Brothos macht eh hier unten zu. Hundertprozentig. Die letzten Brothos, die ich alle hatte, die sind alle auf Echo, 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 Echo. Irgendwie stört mich gerade mein Mikrofon ein bisschen. Ich nehme euch mal ein bisschen woanders hin. So. Zweiter Overlord, der fliegt dann zur dritten theoretisch. Und wir gehen jetzt einfach mal auf Echsen, Echsen, Echsen. Mal da rein. Würde ich schon kommen mit einem Roach All-In. Roach Ravager, aber möchte ich nicht. Möchte ich absolut nicht. Wir machen jetzt einfach mal ein bisschen Makro. Denn als Zerg muss man halt Obermakro. Naja, okay, da kann man die Echse blocken. Er will sie weiter blocken, nehme ich eine andere Echse. Denn ich nehme eh gleich nachher noch die nächste Echse. Gucken trotzdem, was er da unten jetzt macht, was er davor hat. Kann man gerne machen. Den Pylon dorthin stellen, das stört mich eigentlich null. So, der Pool kommt. Die Sonde nervt mich immer noch. Abgebrochen hat er nicht. Okay. Ich habe aufs Mineral geklickt. Warum ging das nicht? So, wir werden mal zwei Linge bauen. Oh, Ex nicht. Keine Ex hat er nicht zugemacht. Was kommt da? Was will er machen? So, andrücken. Queen nehmen. Eine Queen reicht hier oben. So, ein Obi dazu und nochmal Linge. Er hat keine Echse. Jetzt nehmen wir dann anscheinend die Echse, okay. Unsere Streitkräfte werden angegriffen. Eine Wasserpistole. So, wir müssen auf jeden Fall hochdrohen.
und nehmen jetzt hier gleich die dritte. So, was steht alles dort? Okay, okay, eigentlich nicht viel. Okay, ein Stalker. Eroberte bekommen. Wir müssen auf jeden Fall injecten. Nehmen schon mal Upgrades. Hydra, Roachwater dazu. Noch ein Overlord mehr dazu. Ja, der ist eh halluziniert, das passt schon. Drin hat er noch nicht. Flieger anscheinend auch nicht, hat er halluziniert. Hier können wir gleich hochtecken. Dann nehmen wir noch Speed für die Flieger. Hier müssen wir auf jeden Fall mal Creep spreaden noch ein bisschen. Und weiter hochdrohen. So, Roach One steht. Nein, ihr sollt dann nicht zu der Queen hin, danke. So, und wir brauchen auf jeden Fall mal mindestens 4 Roaches. Und mehr Overlords auf jeden Fall. Irgendwas haut ihr nicht hin. Dahin, danke. Dahin, danke. Hier dorthin. Wir haben noch 4 Linge, die können wir mal vorschicken. Und der nächste Halluzinierte. Unsere Streitkräfte werden angegriffen. Wir brauchen mehr Overlords. Wir brauchen mehr. So, er sieht, was ich habe. Das müssen wir auf Kriecher platzieren. Ich nehme Hydroland dazu. Mutation abgeschlossen. Und guck dann gleich mal, ob ich reinkomme. So rum finde ich besser. Das dazu. Mehr Overlords. Ja, die kommen ja gleich. Ja, bauen schon Overlords. Injecten wären auch noch nicht schlecht. Wir müssen hier nochmal, dort nochmal. Hier nochmal. Alles schick. Hydro Den steht. Roaches dazu. Und wir brauchen viel mehr Gas. So, was macht er? Er hat noch keine dritte. Ich habe schon die dritte. Das ist schon leicht komisch. Und Lurker wären echt nicht schlecht. Wir nehmen heute mal Lurker mit dabei. Mit dabei. Komisches Deutsch. So, Hydras. Okay, da kommt er. Ja, das sieht aus, als ob er das durchdrücken will. Das könnt ihr auch schaffen. Jetzt natürlich noch die Gruppen haben sich wieder verlegt. Ey, das ist wieder im Fight richtig toll. Soll sammeln. Ja, das schaffe ich nicht. Das wird zu viel. Ja, hier GG. So, ich würde sagen, wir sehen uns damit in der nächsten Folge. Bis dahin, bleibt uns treu und tschüss, euer Rob. Ciao, ciao.